So, dir. Wir sind heute an der Stolpenfälle in Reutte in Österreich. Springen hier mal ein bisschen. Zuerst mal hier bei den kleineren Wasserfällen. Da wäre der große, aber der ist zu groß für uns. Hi. Prost. Genau, wir ziehen uns jetzt mal um. Dann werden wir mal noch ein bisschen abtauchen und schauen, ob irgendwas drin liegt oder ob alles passt. Und dann erstmal bei den 6 bis 12 Meter ein bisschen springen. Und dann wollen wir später ist noch hinter dem ganz großen 30 Meter Wasserfall, ist noch so ein 20 Meter Wasserfall. Da schauen wir nur dann danach hin. Tschüss. Und was sagst du, Temperatur? Ja, Gletscherwasser halt, ne? Heißt 30 Grad. 31. 0,54. Ja, das hört sich doch gut an. Eigentlich brauchen wir gar kein Neo, würde ich sagen. Du brauchst eh keinen, Luis. Ich brauch keinen. Jo. Tun wir wieder runter. Also. Also ich tauche jetzt mal die ganze Gaudi hier ab. Da kann man springen, hier oben kann man springen. Genau. Jo. Also hier in der Mitte sitzt, denke ich, so 5 Meter tief ist es auf jeden Fall. Wenn man von da links von den 12 Meter springt, sollte man ein bisschen aufpassen, dass man eher ein bisschen nach rechts hier reinspringt, weil da wo ich links war, sind es eher nur so 3 Meter. Aber ja, nicht ganz so perfekt eintauchen, dann passt schon. Mir ist jetzt schon arschkalt. Also wir fangen jetzt an mit Springen, bevor es regnet, nicht, dass wir nur nass werden. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich das Warm-up. Das machen wir jetzt. Also wir haben jetzt die erste Runde hinter uns gebracht, überlebt bis jetzt. Jungs, was kommt jetzt so? Ja, ich mache jetzt mal einen Frontflip, Backflip. Bisschen kleiner, weil ich würde heute noch einen Double mal gerne machen. Aber mal gucken. Luis? Triple Sideflip. Und Jakob, kalt? Geht so, einwandfrei mit Neo. Jetzt schon fast überdreht. Tim, jetzt Double Backflip, oder? Ja, ich glaube, ich versuche mal. Ob er rumgeht, weiß ich selber nicht. Probieren geht über Studieren. Stopp. Ja! Machst du? Also Luis, der war richtig stark. Ja. Also wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Der Timmy lässt seine Drohne steigen und die Clips seht ihr jetzt. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Ziemlich grippig die Schuhe, würde ich sagen. Wir gehen jetzt zu dem 20 Meter Wasserfall. Oh. Wir sind jetzt gerade eben quasi an dem 30 Meter Wasserfall, dann zeigen wir es euch auch noch schnell. Da kommt jetzt hier gleich am 6. Hier unten sind wir gerade eben gesprungen. Hier weiter rechts sind jetzt nochmal die 30 Meter. Also von hier da in das Loch rein. Den werden wir aber nicht springen, weil der schon eher ein bisschen arg hoch. Und 30 Meter das in so ein kleines Loch rein ist schon eher ein bisschen kritisch. Was sagst du dazu? Easy machbar, 30 Meter. Easy money. Kindergarten. Easy. Setz dich da hin und tu das. Irgendwann da hin, ey. Scheiße, genau, das ist ein Schicht, das kommt da.
Also wie ihr seht, wir sind jetzt an dem 20 Meter Wasserfall angekommen. Schaut ganz gut aus. Hinter mir ist er. Jetzt müssen wir am besten noch abtauchen, schauen, ob es tief ist. Und dann steht eigentlich nichts mehr im Wege für einen Auerbach oder sowas. Jakob, du wirst auch springen, oder? Ich versuche einen Auerbach, ja. Schauen wir mal, ob es klappt. Timmy? Ich springe nicht, aber ich wäre dafür, dass der Hannes ein Triple sendet. Genau, das ist es. Der Mixer. Double Bag auf Rücken, oder? Für die... Volle. Nee. Also ich habe jetzt gerade eben abgetaucht, also ich bin nicht am Boden gekommen, also 5 Meter tief ist es auf jeden Fall und das reicht auf jeden Fall völlig für uns. Markus ist gerade nur dazugekommen, er hat jetzt gerade sein Maßband mal runterlassen und hat gemessen, es sind 18,30 Meter, also eigentlich Top-Höhe, nicht ganz 20 Meter, aber das passt genauso. Genau, wir schauen jetzt mal, wie wir da hochkommen. Also um zu dem Wasserfall zu kommen, muss man eigentlich, wenn man an dem 20er ist oder 18, muss man eigentlich alles nochmal zurücklaufen bis zu dem 30 Meter Wasserfall und dann rechts hoch und dann kommt man eigentlich geradeaus hinter und dann kommt er irgendwann. Oh, genau, ich kann nicht mehr. Glück ist ja alles so gut angeschrieben. Danger. Da müssen wir hin. Also wir sind jetzt oben am Wasserfall, 18,3 Meter wie gesagt. Schaut eigentlich gar nicht so hoch aus. Hier wäre der Absprung, hier rein. Schaut eigentlich echt gut aus. Schaut eigentlich wirklich nicht so hoch aus. Das ist das einzige Wasser, was da runterkommt. Quasi Schnitzelgrube da unten. Hier oben links, da wäre auch noch vielleicht ein möglicher Absprung. Müssten dann so 23 Meter geschätzt sein, wenn es hier... 21, oder wenn es hier 18 sind, dann sind es eher 21. Ja, okay, dann sitzt eben da oben, sind es 21 Meter wahrscheinlich, so grob, Absprung. Ist eigentlich echt gut, ist zwar Gras, aber eigentlich gerade Absprung. Genau. Ja, ich denke, wir springen jetzt erstmal hier, ganz normal die 18. Ja. Jawohl! 3, 2, 1. Nummer 1 hat Jakob und ich gut überstanden. Alles top gegangen, ist eigentlich Aufprall voll okay. Sprung ist auch wie immer gut. Jetzt machen wir noch einen zweiten Sprung, wir beide. Ich denke vielleicht auch von den 21 Meter Auerbach oder Fliffes. Ja, genau. Hannes, was machst du da? Ich muss erstmal nur kurz Rasen mähen. Jetzt gehe ich mal noch auf die 21 Meter hoch, mache da einen Auerbach runter, weil der sich so gut angefühlt hat und ich da jetzt ein bisschen drin bin. Soll es denke ich nichts brauchen. Jakob macht von den 18 Metern nochmal einen Auerbach. Genau. Sauber! Okay, wir sind jetzt fertig mit Springen. Wir laufen jetzt heim. Es fängt gerade ziemlich an zum Regnen und zum Dönern, Donnern. Es ist jetzt alles ein bisschen nass hier. Ich hoffe, ich rutsche es hier nicht gleich aus. Genau.
Genau, war richtig cool. 22 Meter gingen auch richtig gut zum Springen. Der Absprung ist eigentlich echt gut da oben. Aufprall okay. Genau, mehr gibt es nicht zum sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und haut rein. Geil. Nee, du sollst haut rein sagen. Ach so, haut rein.